So, erstmal ein herzliches Servus zu einer weiteren Ausgabe des Sportplatzes, dem Sportmagazin hier bei uns auf FS1. Zwei Fußballspiele und ein Eishockeyspiel haben wir im Programm und das sind die Themen. Salzburger Frauenliga, die 1B-Mannschaft des FC Bergheim, feierte gegen die Mannschaft aus USC Eugendorf einen klaren Heimerfolg, U14 Gruppe B. Der FC Bergheim gewann das Nachbarschaftsderby gegen die Altersgenossen aus Liefering mit einem sehr deutlichen Ergebnis und 1. Band Juniors Liga, die Eisbullen besiegten den VSV mit einem 4:1. Ich beginne gleich mit dem ersten Thema Damenfußball und da fand ihr am vergangenen Freitag in Bergheim das Spiel zwischen der 1B-Mannschaft des FC Bergheim und der Damenmannschaft des USC Eugendorf im Rahmen der Salzburger Damenliga statt. Wie dieses Spiel ausgegangen ist, das erfahren wir im Folgenden. Beim Damenfußballspiel in der Salzburger Frauenliga zwischen der 1B-Mannschaft des FC Bergheim und des USC Eugendorf zunächst einmal die in Grün spielenden Eugendorferinnen am Ball. Jetzt wieder eine Kontermöglichkeit über die rechte Seite. Der Ball geht allerdings vorerst ins Out und es sollte somit keine Gefahr fürs Bergheimer Tor werden. Jetzt wieder die Bergheimerinnen. Schöne Kontermöglichkeit. Flanke. Aber auch dieses Mal ging der Ball vorbei. Kein Problem für die Eugendorfer Torfrau. Jetzt wieder Schuss. Der Ball geht drüber und Tor. 1:0 für die Gastgeberinnen. Herrlich gemacht. Und keine Chance für die Eugendorfer Torfrau, da etwas zu machen. Dann eine neue Situation. Wir befinden uns nach wie vor in der ersten Halbzeit. Zunächst wiederum die Eugendorferinnen am Ball. Schöne Aktion. Flanke und kein Problem für die Bergheimer Torfrau. Solche Schüsse sind relativ einfach zu halten. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Der FC Bergheim 1B ist am Ball, geht ins Out. Jetzt wieder. Gute Aktion. Ja, immer noch der FC Bergheim am Ball, schöner Schuss und Tor, 2:0, der Ball geht über die Innenstange ins Tor, auch dieses Mal war der Schuss absolut unhaltbar. Die Bergheimerinnen bleiben am Ball, Rückpass, schöner Versuch, jetzt wieder, wir befinden uns in der zweiten Halbzeit mittlerweile. Und wie wir sehen, ist es schon relativ dunkel und es wird unter Flutlicht gespielt. Jetzt zunächst einmal die Bergheimerinnen. Rückpass. Sehr gut aufgepasst von der Bergheimer Torfrau, die sich hier auszeichnen konnte. Pass. Immer noch die Bergheimerinnen am Ball, aber es bringt, wie gesagt, nicht wirklich etwas ein. Jetzt wieder ein neuer Angriff. In dieser Phase ist das Spiel schon längst zugunsten der Bergheimerinnen entschieden. Und jetzt wieder. Weiter Abschlag. Schöne Kontermöglichkeit. Herrlich gemacht von den Eugendorferinnen, aber gut aufgepasst von der Bergheimer Abwehr. Der Endstand lautet 5:0 für den FC Bergheim. 5:0, so lautete das aus Sicht der Gastgeberinnen erfreuliche Endergebnis in einer Begegnung, die wohl auf jeden Fall sehr eindeutig war. Und auch dieses 5:0 geht vom Spielverlauf her aus meiner Sicht absolut in Ordnung. Im nächsten Beitrag darf ich euch über ein Spiel berichten,
bei dem es mehr Tore gab als bei den anderen zusammen. 19 an der Zahl waren es und es geht um das U14 Gruppe B Spiel zwischen dem FC Bergheim und dem SV Liefering. Und für wem diese vielen Tore gefallen sind, das erfahren wir im folgenden Beitrag. Aufgrund der Anzahl dieser Tore können wir natürlich nicht alle hier im Fernsehen zeigen. Im Spiel der U14-Mannschaften des FC Bergheims gegen den SV Liefering zunächst einmal die im Blau-Schwarz spielenden Gastgeber am Ball. Neuer Versuch. Schuss, aber der Ball geht vorbei. Keine wirkliche Gefahr für die Torfrau. Dann wieder ein neuer Versuch. Schuss, ein Achschuss, aber gut abgewehrt von der Abwehr. Und dieses Mal blockierte auch die Torfrau der Lieferinger den Ball und konnte somit einen Gegentreffer verhindern. Spielstand nach wie vor 0:0. Jetzt wieder eine gute Aktion. Flanke. Immer noch, der Ball geht allerdings auch hier drüber. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Schuss, Nachschuss und Tor. 1:0. Da hatte sich die Torfrau des SV Liefering nicht allzu geschickt angestellt. Um es mal sehr vornehm auszudrücken. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Schuss. Ball geht rüber. Pass, gute Aktion. Aber auch dieses Mal kein Problem für die Torfrau der Gäste. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Schuss und Tor. Weiterer Treffer. Ich glaube, dass der Ball durch die Beine ins Tor gegangen ist, sollte eigentlich nicht vorkommen. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Wir sind nach wie vor in der ersten Halbzeit, aber auch dieses Mal geht der Ball am Tor vorbei. Dann die zweite Halbzeit. Die Gäste aus Liefering haben natürlich den Torhüter gewechselt, bei diesem Spielstand von 11:0 eigentlich durchaus eine logische Konsequenz. Jetzt wieder die Bergheimer am Ball, verlieren ihn an die Gäste aus Liefering, aber auch da bringt es nichts. Jetzt wieder. Eine sehr häufige Szene an diesem Nachmittag, Pass, auch dieses Mal geht der Ball am Tor vorbei, kein weiterer Treffer. Jetzt wieder eine gute Aktion. Freistoß. Pass. Nachschuss. Aber auch gute Parade des Torhüters. Wirklich nicht so einfach, wie es aussah. Jetzt wieder der SV Liefering. Pass. Neuerlicher Versuch. Aber auch da bringt es nichts ein. Jetzt wieder Rückpass. Weiter Abschlag. Die Gäste bleiben am Ball, kommen aber nicht vor das Tor. Und natürlich geht der Ball logischerweise auch nicht hinein. Dann wieder ein neuer Pass. Gute Aktion. Rückpass, es bringt aber nichts ein, die Gastgeber gewinnen mit 19:0. 19:0 für die 14 des FC Bergheim. So lautete das Endergebnis, das auch sehr, sehr eindeutig war und natürlich auch für die Bergheimer sprach. Es hätte durchaus noch 20 werden können, aber dann konnten sich die Goalies ein paar Schüsse fangen und somit den 20. Treffer verhindern. Vom Fußballplatz kommen wir zum Eishockey
denn in der Akademie fand das Spiel zwischen dem EC Red Bull Salzburg der U18 und dem Villacher SV statt. Das war auch gleichzeitig der Auftakt in die erste Bank Juniors Liga, und wie dieses Spiel ausgegangen ist, das sehen wir im folgenden Beitrag. Im Auftaktspiel der erste Bank Juniors League zwischen dem EC Red Bull Salzburg und den Villacher SV zunächst einmal die Salzburger am Puck, die in den dunklen Dresden spielen. Schuss, gut aufgepasst, es bleibt vorerst beim 0:0. War nicht so einfach, wie es vielleicht hier auf diesen Bildern aussah. Dann wieder die Geste. Bleiben in der Verteidigung hängen. Die Salzburger passen in dieser Phase sehr, sehr gut auf. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Und Tor 1:0, herrlich herausgespielt. Keine Chance für den Villacher Goalie. Und es sollte so weitergehen. Schuss. Und Tor, weiterer Treffer, 2:0. Herrlich gemacht. Gute Aktion. Und die Salzburger auch in der ersten Retropause verdient mit diesem 2:0 in Führung. Schön herausgespielt, so könnte es weitergehen. Dann das zweite Drittel. Wieder die Salzburger an der Scheibe. Pass. Aber es bleibt hängen, es bleibt vorerst beim 2:0. Vielleicht jetzt. Neuerlicher Versuch. Schuss. Gut aufgepasst vom Salzburger Goalie. Wieder ein neuer Versuch. Und dieses Mal zeichnet es sich auch der Villacher Goalie aus. Die Salzburger bleiben allerdings am Puck. Pass. Immer noch die Salzburger. Schön gemacht. Und jetzt wieder. Salzburger bleiben in der Angriffszone. Eine sehr häufige Szene an diesem Mittag. Sollte vielleicht durchkommen, aber es bringt nichts ein. Jetzt wieder ein Rückpass. Und hier eine kleine Schlägerei, die auch zum Eishockey dazugehört. Wirklich eine ziemliche Härte. Dann die Salzburger, wieder ein neuer Versuch. Versuchen es über die linke Seite. Pass. Der Puck geht allerdings am Tor vorbei. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Schöne Aktion. Schuss, Nachschuss und Tor! 3:0, herrlich herausgespielt. Keine Chance für den Villacher Goalie, da irgendwas zu machen. Und dieses 3:0 war auch der verdiente Zwischenstand in der zweiten Drittelpause. Dann das Schlussdrittel. Die Villacher Aller sind zunächst an der Scheibe. Rückpass. Jetzt wieder eine Kontermöglichkeit der Gäste. Aber die Salzburger passten zunächst sehr gut auf. Jetzt wieder Kontermöglichkeit. Wird umkurvt, Schuss und Tor, Anschlusstreffer zum 3:1. Da könnte man als Goalie durchaus mehr machen, um den Gegentreffer zu verhindern. Aber von heraußen sieht es ja einfach aus. Dann wieder ein neuer Versuch. Pass. Bleibt hängen. Die Salzburger gewinnen diese Begegnung klar mit 4:1. Und dieses Ergebnis ist verdient. 4:1, so lautete also das aus Sicht des EC Red Bull Salzburg erfreuliche Endergebnis in einer interessanten Begegnung, bei der beide Goalies teilweise sehr sehenswerte Paraden lieferten und auch schöne Tore zu sehen waren. Kurzum alles, was das Eishockey-Fans Herz höher schlagen lässt. Damit sind wir auch schon wieder fast am Ende dieser Ausgabe des Sportplatzes angelangt. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen und verabschiede mich bis nächste Woche. Selbe Stelle, selbe Welle. Gute Unterhaltung mit dem Programm von
FS1. Das wünscht euch euer Markus.